Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, nachdem er jetzt Marie dieses extrem salzige schwedische Lakritz haben testen lassen, sind wir auf die Idee gekommen, Hannes sein super Spezialgetränk zu testen. Er hat nämlich zwei Zombies mitgebracht. Zombie Attack, Koffein und taurinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Blutorangengeschmack. Das Design ist ja wirklich richtig genial. Das ist so außen rot, hier ist richtig gelb. Warnhinweis, Schrift, Etiketten. Du siehst hier die einzelnen Zombies mit den roten Augen, die da rumlaufen. Du siehst hier nochmal im Mond die Silhouetten. Du siehst einen gelben Zombie in der Mitte, der die Hand ausstreckt, der die Brust rausstreckt. Das sieht richtig stark aus. Das ist Take Off, Aim for the Head, Zombie Attack, Staring and Featuring, Blood Orange and Lemon Energy Drink. Enough talk. Also, wo hast du das her, Hannes? Jetzt sag's nochmal. Schweinfurt am Hauptbahnhof bei einem Kiosk. Bei einem Kiosk hat er hier Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night of the Living Dead bekommen. Das ist, man kann es gar nicht oft genug zeigen. In dieser Kamera sieht das leider nicht so krass aus, wie es aussieht. Wir haben uns diese super schönen Ernesto Weingläser geholt. Und da wollen wir das jetzt mal reinschütten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel in das Ernesto-Weinglas überhaupt reingeht. Wenn die ganze Dose reingeht, wissen wir aber, dass das Ernesto-Weinglas 0,5 Milliliter umfasst. Oh. Und das heißt, wir füllen das jetzt hier ein. Guckt euch diese Farbe an. Und dieses Doppel-Penetration-Pingel-Geräusch. Jetzt weiß ich, wieso Badlands Chuck so gerne solche Sachen chuckt. Und immer in großen Gläsern und Bechern und sonst wie und hin und her. Und immer mit super genialen Farben. Also die Farbe ist wirklich genial. Das ist Blutorange. Also nicht nur der Name, auch die Farbe. Und der Geruch. Richtig genial. Ich glaube, fürs Thumbnail müssen wir nochmal die zwei Gläser und die Dosen reinhalten. Und im Endeffekt erkennt man es trotzdem nicht. Ist egal. Blutorange-Geschmack als Energy-Drink. Ich würde sagen, probier mal kurz ein Nibber oder als zwei. Als wenn ihr Vampir von ihr Blut trinkt. Hm? Wenig Kohlensäure? Ein oder zwei und hab drei genommen. Wenig Kohlensäure? Das schmeckt ja fast wie Wasser mit Geschmack, weil es gar nicht so süß ist. Ja. Und wie du sagst, wenig Kohlensäure. Es ist also ein bisschen prickelnd erfrischend, aber nicht nur, dass es alles schäumt. Also ich hätte mir das komplett anders vorgestellt. Ich auch, ja, dass es mir blubbert. Ja, vor allem wenn Energy Drink draufsteht, dann denkst du ja, das ist so richtig. Aber das schmeckt ja echt wie ein kleiner, leichter Saft mit ein bisschen Kohlensäure und einer richtig coolen Farbe und einer richtig coolen Dose und einem richtig coolen Design. Das heißt, ich muss es unbedingt noch mal reinhalten. Richtig cool. Zombie Attack, Blood Orange und Lemon in so einem Glas. Richtig genial. Hannes, du bist der Beste. Ich fand die Dose aber auch cool. Schweinfurt. Schweinfurt, ja. Am Bahnhof. Ja. Die ist richtig geil. Möchtest du mal einen ganz kleinen Schluck probieren? Einfach nur. Keine Sorge, ist kein Lakritz drin. Da merkst du nichts. Also das ist wie... Ich würde nicht mal merken, dass das irgendwie ein Energy-Drink sein soll oder sowas. Weil es ist einfach nicht so brachial süß, wie man das sonst kennt. Schmeckt irgendwie Erdbeer, wie lecker. Schmeckt nach Erdbeer. Blood Orange featuring Lemon schmeckt nach Erdbeer. Und in Badlands Chucks Manier müssen wir das jetzt ja eigentlich austrinken. Deswegen würde ich sagen, Peace out Vorhaut, euer Ramses. Jetzt wäre fast das Glas umgefallen. Wäre, aber die Mama sauer. So, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr das kennt, schreibt's rein. Und wenn es noch mehr Sorten gibt, schreibt's rein. Die Dose muss man eigentlich aufheben. Du nimmst eine mit, ich nehme eine mit. Auf jeden Fall. Stelle ich mir irgendwo hin. Das ist cool. Dieses Design erinnert mich an das eine letzte Wrestling-Poster oder T-Shirt, was ich da hatte. Ja.
Richtig stark. Danke, Hannes. Bitte, gerne schön. Kann man aber auch ein Pfand tun. Das nee, das wird nichts Pfand abgegeben. Die 25 Cent, das ist viel zu wertvoll. Ja, doch.